Oh, in der Kanalisation angekommen. Ich wollte gerade sagen, da fehlt doch was, ne? Falls wir hier Geheimnisse entdecken. Die flüsternden Schatten. So. Erstmal ganz wichtig, die Truhe. Oh ja, sehr gut. Immer noch keine gewaltigen Tränke. Das heißt, unsere Gegner sind... Ja, die Tür scheint von wo anders gesteuert zu sein. Ja, wo ist es? Da ist es. Ein Durchbruch für Jasna. Jasna hat es geschafft. Sehr schön. Und noch eine Truhe mit zwei Akolutenringen. Okay. Nehmen wir natürlich gerne mit. Oh, ja, da sind sie. Ich hasse sie. Also diese Facehugger sind die einzigen Gegner, die ich wirklich nicht mag. Aber nun gut, schießen, 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 schießen. Ja, genau. Kommt mal schön alle ein bisschen her. Was machen wir denn? Nö, schießen, schießen. Immun gegen Gift waren sie, meine ich, nicht. Und du benutzt mal jetzt... Ah, wir hätten den Schwall, ne? Mach mal Feuerschwall. Sehr gut. So, und jetzt kommen sie nämlich ran. Sanku, hau mal drauf. Sehr gut. Schießen. Wurzeln, Feuer. Ah, die stehen schon nebeneinander. Haben wir leider nicht aufgepasst, aber halb so wild. Zerschmettern, angreifen und schießen, schießen. Sehr gut, sehr gut. Schießen, schießen. Los, komm ran hier, Facehugger. Da bist du ja. Angreifen. Oh, wir sind immer noch im Kampf. Wer fehlt denn noch? Oh, da kommt ein Boss. Auf der Minikarte sehe ich es gerade, ein Boss-Symbol. Okay. Was ist es für ein Boss? Ich glaube, es ist wieder so ein Facehugger, ne? Oh, du bist aber groß. Schießen. Er ist explosiv und groß. Okay, schießen. Was macht er denn für einen Schaden? Ich weiß es nicht. Wurzeln, Feuer. Ja, oh. Ja, er hat uns angegriffen mit Primärschaden. Klasse. Sanku, bitte mal die Gruppenheilung. Du bitte Arcane Abwendung. Blitz. Na. Ah, jetzt kann er die ganze Zeit schießen, ne? Okay, wir gehen mal einen Schritt zurück. Ah, ja. Zum Glück dürfen wir jetzt einen um die Ecke, sonst wäre das direkt nach hinten losgegangen. Einmal die Heilung. Gruppenheilung. Verteidigen und ja, man Schutz, ne? So, ja. Ist jetzt auf dem Feld. Das heißt, im nächsten Zug ist er bei uns. Deswegen himmlische Rüstung, verteidigen, Giftwolke und verteidigen. Da bist du ja. Hm, du trägst aber einen sehr interessanten Namen. Irrsichtron. Irgendwie sowas. Naja. Zerschmettern. Ja! Angreifen. Oh, die Jasna, die ist so bitterböse. Der gute Harry Sichtron. Ah, jetzt laufen wir ins Gift, ne? Aha, das war nicht so schlau. Dürfen wir rasten? Wir dürfen rasten. So, wollen wir mal gucken. Was haben wir ein Schönes dabei? Bestimmen. Widerstand gegen Feuermagie und Geist. Widerstand gegen alle Magieschulen und Fertigkeiten in Dolche. Jasna, trägst du da noch einen schlechteren? Nein. Und einmal das Heilmittel. Schutz vor Gift und Widerstand. Nee, brauchen wir leider nicht. Aber wir haben einen besonderen Trank dabei. Vitalitätselixier. Für... Ja, Sanku auf jeden Fall, ne? Ja. Geben wir Sanku. Ja, Geheimnisse entdecken wäre von Vorteil. Erschreck mich bitte nicht so. Oh, ein Fass? Nee. Oder doch? Nee, ich darf nicht ans Fass dran. Also ist es kein originales Fass. Also ein Fass, wo wir raus trinken dürfen. Hier haben wir nix. Ah, ja. Man sollte keine Tür öffnen, wenn es dunkel ist. Bist du ein Feind? Er ist kein Feind. Okay, das ist wiederum interessant. Da ist aber ein Fass zum Trinken. Mit einer weißen Flüssigkeit. Das geben wir diesmal... Nee, geben wir immer noch Jasna. Die braucht auf jeden Fall mehr Wahrnehmung. Oh, hallo. Das sieht aber gut hier drin aus. Oh. Ja. Okay, okay. Wir haben
2 Elite-Spinnen. Da, okay. Wir brauchen auf jeden Fall einmal die Erdabwendung. Ja, was machen wir denn mit euch? Blitzen. Ja, Sanku Schild und du zerschmettern. Ja, ich weiß, halb so wild. Widerstanden. Sehr schön. Dann bitte einmal die Arcane-Abwendung. Und jetzt müssten wir genug Schutz haben, dass wir eine hohe Chance haben zu widerstehen. Blitzen. Jasna, hau die mal um. Sanku, zerschmetter sie. Jasna, hau drauf. Ah, Celina ist vergiftet. Einmal die Heilung. Ja, Celina, das überlebst du schon. Jawohl, hau sie um. So, dann mal zu euch. Zerschmettern, angreifen, blitzen. Jasna ist auch vergiftet. Ja, wird schon. Blitz. Jasna, hau drauf. Wunderbar. Sanku zerschmettern, Jasna draufhauen und Säurespritzer. Genauso und nicht anders. Die Giftheilung für Jasna. Und Vesna, bitte einmal die Giftheilung für die Celina. Eieiei. Kanalisation von Kartal Stufe 1 betreten. Jetzt waren wir aber hier noch nicht fertig, ne? Wir hatten da hinten einen Nager, mit dem wir uns unterhalten konnten. Boah, ich bin gespannt. Hallo? Wer bist du? Der gute Tamozu. So, ich bin Tamozu. Hat euch der schwarze Reißzahn geschickt? Seid ihr gekommen, um mich zu töten? Dann kommt. Ich fürchte mich nicht. Eure Mienen nehme ich, dass ihr nicht wisst, wovon ich rede. Das ist gut für euch. Dann muss ich euch nicht niedermachen. Ja, sehr toll. Einmal die Ausbildung in der leichten Rüstung brauchen wir nicht und klatscht Todesurteil. Der Anführer des schwarzen Reißzahns und ich, wir haben eine gemeinsame Vorgeschichte. Darauf wäre ich jetzt nie gekommen. Als Kopfgeldjäger des Ordens der Weißen Schlange habe ich viele Männer des schwarzen Reißzahns getötet. Darunter auch mehrere von Ajits wichtigsten und, ja, Unterführern. Okay. Infolgedessen hat er einen Preis auf meinen Kopf ausgesetzt. Deswegen wirst du gesucht. Eine ziemliche Ironie, nicht wahr? Zah, viele sind schon gegangen. Viele sind schon gegen mich angetreten, aber alle sind gescheitert und besiegt worden. Nun gut, ich weiß nicht, ob wir vielleicht nochmal hier hinkommen müssen, um dich zu schnetzeln, aber das heißt ja nicht, dass wir jetzt erstmal kein Problem gegen dich haben und hier dürfen wir auch nichts machen. Er hat sich hier einfach nur versteckt. Nun gut, Kanalisation 1 müssen wir nicht betreten. Da waren wir, meine ich, schon überall komplett, oder? Ja, da waren wir schon überall komplett. Wie herrlich es hier aussieht. Ich möchte hier raus. Ja, apropos hier, die Tür scheint von woanders gesteuert zu werden. Also gibt es noch einen anderen Eingang in die Kanalisation 2? Die Frage wäre dann wiederum, wo? Und da waren wir auch noch nicht auf der Seite. Nun gut, wir gehen erstmal wieder nach oben, ins Elendsviertel, und werden dann den Hamza aufsuchen. Der war ja im Hafenviertel, und zwar in diesem, wo wir unsere Mana-Tränke gekauft haben. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Das kosmische Rund? Irgendwie sowas, ne? Müsste es doch gewesen sein. Ja. So, lass mich überlegen. Ja, wir können eigentlich hier rum, ja. Hier laufen wir raus, wieder übers Wasser. Neue Zaubersprüche können wir eh nicht lernen. So, einmal hier rum, einmal durchs Wasser mit dem Segen von Shalasa. Und gleich sind wir schon da. Immerhin sind die Laufwege nichtsdestotrotz gar nicht so... Okay, ich wollte gerade sagen, komisch. Gar nicht so weit entfernt. Es sei denn, man erkundet draußen die weite, weite Welt. Dann wiederum, ja, dauert es schon ein bisschen. Aber mir ist auch zu Ohren gekommen, dass man über die Obeliske wohl, wenn man deren Namen kennt, reisen kann. Ja, haben wir noch nie gemacht und ich weiß nicht, ob wir es jemals machen werden. Aber nun gut. Wir müssen da oben rein. Da oben ist es. Mal gucken. Heißt es kosmisches Rund? Heißt es so? Ja, kosmische Rund, genau. Darum wollen wir mal eben hinein. Hallo, hallo. Mit dir werden wir uns auf jeden Fall mal eben unterhalten und die Sachen verkaufen. Die brauchen wir nämlich alle nicht, die wir hier erbeutet haben.
So, der Mietling war so und so leer. Du hast, meine ich, auch nichts Besonderes mehr für uns dabei, ne? Fähigkeit Bogen, Schutz vor Flüchen, Schutz vor Flüchen. Ist alles ganz nett, brauchen wir aber nicht. Schutz vor Flüchen, haben wir schon genug. Schutz vor Flüchen, ja, Fertigkeit Schwert, mal immerhin etwas Neues. Oh, ein Ring. Ja, okay, aber mit Lichtmagie braucht man leider nicht. Also jetzt nicht in dem Sinne, der Sanko trägt schon ein Amulett mit Lichtmagie. Widerstand gegen Lichtmagie, nee, wenn, dann nehmen wir Widerstand gegen alle Magieschulen, genau. Hat aber nichts Neues. Ich möchte nämlich gerne hier die besonderen großen Mana-Tränke kaufen, denn ich glaube, irgendwann werden wir sie mal gebrauchen können. Zumindest glaube ich das mal. Werden wir noch ein bisschen Geld hier hinlegen und dann, genau, wir wollen einmal nach unten. Zu den guten Hamza. So, und zwar, der Auftrag gesprengte Ketten. Schön mit Halleffekt. Der gute Hamza. Perfekt. Behaltet den Schlüssel zur Kanalisation. Ihr werdet ihn brauchen. Der Auftrag Befreiung. We're here to help. Mit den Informationen des Schwarzen Reißzahns kann ich für eine Ablenkung sorgen, um einen Teil der Garnison aus dem Hauptquartier zu locken. Dann habt ihr die Möglichkeit, euch hineinzuschleichen und Falaga und meine Männer zu retten. Die Kanalisation ist euer Fluchtweg. Mit diesem Schlüssel könnt ihr ein Tor öffnen, das nur von innen aufgeschlossen werden kann. Einmal in der Kanalisation solltet ihr sicher sein. Meine Anhänger werden sich in der Nähe des Hauptquartiers der Schwarzen Garde versteckt halten. Gut, gut. Sie werden euch im Auge behalten. Sobald ihr bereit seid, euch einzuschleichen, zumindest hineinzuschleichen, werden sie für irgendwelchen Ärger sorgen. Viel Glück. Ja. Das heißt, wir müssen jetzt... Ja, was heißt das jetzt genau? Wir müssen jetzt. Wo war der denn nochmal? Wir haben 16 Mal Proviant. Das sollte eigentlich reichen. Wir müssen jetzt nicht mehr ins Anwesen, ne? Wir müssen jetzt zum Schwarzen Reißzahn. Der war ja, meine ich, nochmal im Elendsviertel. Da, wo der Hauptmann stand. Aber warum schleichen wir uns nicht aus der Kanalisation in das Gebäude? Komisch. Aber nun gut, was soll's? Was soll's? Mal gucken, was passiert. So, genau, hier ist es nämlich. Was war denn hier nochmal? Ausbildungszelle? Genau, da wollen wir nicht rein. Da müsste es gewesen sein. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Die sollen sich hier versteckt halten. Seid ihr hier im Busch? Ne, ich glaube weniger. So, hallo Hauptmann. Was wollt ihr? Wollt ihr der Schwarzen Garde beitreten? Nicht wirklich, nö. Dann verlasst sofort das Gelände, bevor ich... Plötzlich hört ihr draußen Lärm. Hauptmann, jemand hat die Kaserne im Brand gesteckt. Was? Nehmt ein paar Männer und kümmert euch augenblicklich um das Feuer. 30 Männer begleiten mich, bewaffnet und vollständig gerüstet. Wir finden heraus, wer es getan hat. Und lehren ihn, den Zorn der Schwarzen Garde zu fürchten. Ja, er scheint euch vollkommen vergessen zu haben, da er euch... Ja, da er euch Befehle brüllend stehen lässt. Okay, man muss sich das natürlich bildlich vorstellen. Man stellt sich vor das Tor, man unterhält sich mit dem, irgendjemand zündet irgendwo die Kaserne an und daraufhin fliehen die Männer und es kommen wahrscheinlich noch über 30 Männer hier raus. Bloß, dass er keine Wachen vor die Tür positioniert. Okay, es wird einfach. Das wundert mich. Ja, du nimmst nicht einfach... Ja, ich meine, gut, gut. Es sind Menschen, sie können auch Fehler machen, ne? Aber eigentlich lässt du eine Wache da stehen. So, da sind wir doch. Und wir sollen den guten Falaga befreien. Ja. Warum höre ich... I feel stronger. Erstmal das Wichtigste. Warum höre ich da... Oh, es sind noch welche hier, ne? Wir gehen uns erstmal in Ruhe umgucken, welche Tür wir öffnen können. Zum Beispiel die hier. Ja, wo erwartet uns der Feind?
Mhm. Ich habe nicht den richtigen Schlüssel. Achso, wir brauchen einen Schlüssel. Alles klar. So, was ist mit dir? Dich können wir wieder nicht öffnen. Wir machen mal schön alle Felder frei. Hier können wir noch hinein. Da habe ich auch keinen Feind davor gehört. Da höre ich Feinde vor. Ja, wenn mich nicht alles täuscht, dann sind ja jetzt Feinde. Ja, dachte ich mir doch. Hallo. Seid nur ihr da oder ist jetzt noch irgendjemand gekommen? Ich glaube, nur ihr seid da, ne? Schießen, schießen, Wurzeln und Blitz. Blitz ist nicht die richtige Lösung. Feuerschwall. Ja, gib mal Feuerschwall her. Wusch. Ja, das schon eher. Schießen. Schießen. Wir hätten... Funktioniert der Schneesturm? Nee, er funktioniert nicht. Wir könnten die natürlich festhalten. Mit dem... Wo war das nochmal? Gefrorener Boden? Ja, das ist auch nicht schlecht, ne? Feuerschwall. Aha, schießen, schießen. Aber lassen wir sie rankommen, ne? Giftwolke. Dann kommt mal ran. Ah, dachte ich mir schon. Dachte ich es mir schon. Zerschmettern. Angreifen. Giftspritzer. Feuer. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jasna, eigentlich müsstest du die schaffen, oder? Jasna? Jawohl. Nummer 1. No, fast. Sehr gut. Noch zwei... Ja, Schwarzgardist, Schwarzgardist. Schwarzgardist. Ja, es müssten beides Schwarzgardisten sein, dachte ich mir auch. Zerschmettern, angreifen, Säurespritzer und... Oh, diese 45 Mana, egal, Schwall. Oh, Celina ist betäubt, genau, die hatten betäubende... Brennentschlossenheit, Jasna. Sehr gut. Oh, verfehlt, sehr gut. Und das war es dann auch schon. Schön, schön. Mana Heilung. Und dann gucken wir uns weiter um. Nanu, Wäsche? Wo sind wir denn hier gelandet? What is that? Ja, ich sehe es. Dafür brauchen wir aber den Buff von der guten Celina, ne? Und zwar brauchen wir Adlerauge mit plus 16 Wahrnehmung für die Jasna. Jasna hat es geschafft. Ein Fass mit einer pulsierenden schwarzen Flüssigkeit für Jasna. Sie braucht auf jeden Fall noch mehr. Oh, mehr haben wir hier nicht, okay. Hier haben wir nix, hier haben wir nix. Oh, hier sieht es aber mal aus. Eieiei. Hier haben wir auch nix, hier haben wir auch nix. Und hier hatten wir jetzt nur das Versteck, ja, drin, ne? Schön mit den Rüstungen, wie hier. Die will Schätze haben. Wo habt ihr eure Schätze versteckt? Findet man... Doch, da ist doch was. Sag ich doch... Klarheitstrank. Kuriert die Verwirrung. Okay. Und einen goldenen Schlüssel. Noch viel wichtiger. Unter dem Bett lag etwas. Da haben wir nichts, ne? Da haben wir auch nichts. Unter dem Bett. Muss man sich genau umgucken. Ja, schön. Ja, dann den goldenen Schlüssel. Wir sind aber hier noch nicht fertig. Wir haben noch ein paar Gänge. Wie unter anderem der hier. Ja. Oh, da haben wir auf jeden Fall eine Truhe. Keine Gegner. Wundert mich. Uiuiui. Eine Menge Ramsch. Nehmen wir dennoch gerne mit. Aber hier haben wir aber nichts, ne? Schade, schade. Ja, Rüstungswaffenkammermäßig, ne? Die haben aber ein schönes Wappen. Haben sie ja nett gemacht. Aber kein Geheimnis. Nun gut, weiter unseres Weges. Wo durften wir noch hin? Genau auf die andere Seite. Da haben wir nichts. Nichts im Regal. Nein. Ja, hier ist was da. Jawohl, eine Menge Klarheitstränke. Kuriert Verwirrung. Warum Verwirrung? Ich meine, gut, natürlich, verwirrende Schläge, aber bis dato haben wir es ja nicht. Na, wir können die Tür öffnen, aber ich denke mal... Ne? Aber klar, Säuberung. Jo, ist gut. Okay, Magier und... Ja, wir gehen mal einen Schritt nach hier. Ne? Schießen, schießen, Wurzeln, Feuer. Oh mein. So, schießen, schießen.
Wurzeln Feuer. Wow. Schöne kritische Treffer. Die kommen jetzt gleich rum. Deswegen arkane Abwendung. Das waren ja Dunkelmagier, wenn mich nicht alles täuscht. Dunkelabwendung. Schutz. Verteidigen. Ach, hätte auch schießen können. Hallo, meine Dunkelzauberer. Schwall. Oh. Jasna, wie wär's, wenn du den mal eben umhaust? Und dann holst du dir den nächsten Dunkelzauberer. Du haust auch einfach drauf. Giftwolke hilft eigentlich immer. Sehr schön. Was hat er gemacht? Okay, uns keinen Zauber geklaut, ne? Alles klar, Sanku. Jawohl, Jasna, Jasna. Säurespritzer, Blitz. Oh, fast. Kipp um. Jawohl. Sehr, oh, es ist noch gelb. Das heißt, es sind noch Feinde in der Nähe. Das heißt, wir dürfen noch gar nicht rasten. Hier war nämlich noch einer. Okay, noch ein Miliztypi. Ja, schießen, schießen, Wurzeln, Feuer. Hast du keine Chance. Schießen, schießen, Wurzeln, Feuer. Einfach von der Distanz her mal richtig auseinandergenommen. Ja, Luft hat dann Widerstand. Schießen, 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 schießen. Boah. Wie viele Angriffe er abwehrt. Oh, es ist sogar die Elite-Schwarzkappe. Zerschmettern und tschüss. Sehr schön. Rasten wir mal eine Runde.